stands beyond our control, we are unable to bring you the base. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich freue mich, dass es gelungen ist, so viel Interesse jedenfalls zu wecken für die Ausstellung Lothar Kreisig, Richter, Bauer, Kirchenmann, dass man schon davon sprechen kann, es ist etwas Besonderes, was hier stattfindet. Wir haben in der Vergangenheit uns selten mit der Biografie eines Einzelnen beschäftigt und im Rahmen einer Ausstellung Gelegenheit geboten, sich mit einer Persönlichkeit auseinanderzusetzen, die bis heute wirkt. Und zwar mit ihrem moralischen Anspruch viel, viel stärker, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Und natürlich ist es gerade bei so einer Person, die über die Jahrhunderte hinweg wirkt, wie Lothar Kreisig, schwer, ein paar Begrüßungsworte zu finden, die nicht im Banalen enden, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das Thema vielleicht viel zu sehr verkomplizieren. Vor allen Dingen fällt mir das aber besonders schwer, weil wir in unserem Kollegium nun ausgerechnet auch noch einen Abkömmling von Lothar Kreisig haben, einen Enkel, der ja viel mehr über die Person seines Großvaters sagen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, wenn der Großvater eine Person der Zeitgeschichte ist und zugleich der Opa. Das ist nicht einfach. Aber darüber wird Professor Martin Kreisig nachher sprechen und deshalb will ich darum einen Bogen machen. Gestatten Sie mir, zwei Facetten aus diesem Leben Lothar Kreisigs herauszugreifen, die mir wichtig sind. Ein jeder kennt das berühmte Adorno-Zitat: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Unter dem Eindruck von Faschismus und Krieg, 1947 niedergeschrieben, wollte Adorno zum Ausdruck bringen, dass es unter bestimmten Umständen eines totalen und totalitären Zugriffs des Staates wichtig ist, ja unerlässlich zu widerstehen und Widerstand zu leisten. Und genau dafür steht ja Lothar Kreisig und weist über diese Zeit hinaus. Wenn wir so eine Ausstellung hier an der Hochschule Harz durchführen, und das sage ich jetzt mal sehr selbstkritisch, dann müssen wir immer damit rechnen, dass das studentische Interesse daran zunächst denkbar gering ist. Und das liegt ein bisschen daran, dass so eine Fachhochschule, eine Hochschule für Technik, Wirtschaft und Verwaltung, ein wenig dazu neigt, die Menschen per besonders intensiver, anwendungsorientierter Wissenschaft schnell auf einen Berufsweg zu führen und dabei die Themen, die dazugehören, akademisch, die man zur Abrundung einer Persönlichkeit bräuchte, vernachlässigen muss. Ich bedauere dies immer wieder, aber wir sind keine Universität mit einer philosophischen Fakultät, mit Theologen oder Juristen, die, sagen wir auch mal, das Wertesystem an sich vermitteln. Umso wichtiger sind Ausstellungen dieser Art. Und ich erhoffe mir einfach von dieser sehr prominenten Lage hier
in dem Bereich, in dem die allermeisten Studierenden Vorlesungen im Audimax oder Bibliotheksbesuche einplanen müssen, dass sie auch den Schwenk durch diese Ausstellung nehmen. Denn Lothar Kreisig, das ist Zeugnis für couragiertes Handeln in dunkler Zeit. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Oder man könnte es auch mit der DDR-Literatin Ellen Thiemann sagen, es sollte nicht der Grundsatz gelten, stell dich mit den Schergen gut. Das Leben Lothar Kreisigs, das hier in verschiedenen Aufstellern beschrieben ist, bietet für die, die die Ausstellung betrachten, vielfältige Facetten. Und ich habe mich gefragt, was würden die Facetten sein, die die Studenten interessieren? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, die Studienzeit von Lothar Kreisig ist es nicht. Sein glänzender Abschluss, auch nicht seine Mitgliedschaft in einer studentischen Verbindung. Das ist für die allermeisten unserer Studierenden etwas aus der Mottenkiste der Geschichte. Man muss es ehrlich sagen, für die allermeisten unserer Studierenden dürfte auch der religiöse Bezug von Lothar Kreisig nicht im Mittelpunkt des eigenen Denkens stehen. Entscheidend könnte sein, die Fähigkeit zu differenzieren und zu widerstehen. Oder um es anders und viel platter zu sagen, man muss nicht mitmachen, auch im Totalitarismus. Denn was war sein Problem als Jurist, der seine Ausbildung vor der NS-Zeit durchlaufen hat, in einem Berufsstand, und ich sehe ja Juristenkollegen unter uns, der extrem ungerne in diesen demokratischen Staat Weimarer Republik gewechselt hatte, der sich nur unwillig der Abkehr von der Monarchie unterwarf und sehr bereitwillig dem Nationalsozialismus in die Arme lief, da war es schwer, sich nicht mit den Schergen gutzustellen. Die Juristen, und das darf ich für die eigene Zunft sagen, und wir haben es hier an anderer Stelle schon in zwei Vorträgen erlebt, waren besonders anfällig für diktatorische Staatsformen. Und es ist längst bewiesen, dass ein wesentlicher Teil des NS-Staates nur deshalb funktioniert hat, dass Juristen so bereitwillig sich auf die neue Staatsform einließen und ihr den Rücken stärkten. Der Rechtspositivismus und die Rechtsbeugung, zwei Dinge, die da eine besonders große Rolle gespielt haben. Und an dieser Stelle ist die Ausstellung keine Rechtsgeschichte. Denn die Frage, wie verhalte ich mich in einem Unrechtsstaat, scheint ja zeitlos zu sein. Und wenn Sie die letzten Tage die Presse verfolgt haben, dann diskutieren ja im Moment nicht eben wenige Politiker mal wieder über die Frage, ob denn die andere deutsche Diktatur ein Unrechtsstaat war oder nicht. Man muss da mitunter drüber schmunzeln, wenn ich das mal salopp sagen darf. Denn die Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat war, ist ja zunächst eine sehr wertende. Wollte man sie streng juristisch beantworten, kommt man um diese Klassifikation überhaupt nicht herum. Ein Staat, der auf die Unabhängigkeit seiner Justiz verzichtet, kann kein Rechtsstaat sein. Das Problem der Konnotation des Unrechtsstaates liegt lediglich darin, dass man ihn immer in Vergleich stellt zu dem anderen unbestrittenen Unrechtsstaat zwischen 1933 und 1945. Unrechtsstaat definiert sich aber nicht relativ mehr oder weniger Unrechtsstaat, sondern man kann es absolut fixieren. Sind Gerichte unabhängig, sind Richter unabhängig und die Gewalten geteilt, dann ist das ein Rechtsstaat. Ist das nicht der Fall? Haben wir es nicht mit einem Rechtsstaat zu tun? Das stellt überhaupt nicht in Abrede, und das ist eine geradezu abenteuerliche These, dass in dem Moment, in dem man die DDR so klassifizieren würde, sämtliche Rechtsakte der DDR unwirksam würden. Eine Absurdität. Selbstverständlich gab es auch in der DDR eine ideologiefreie Rechtsprechung. Nur sie war nicht unabhängig. Ich finde es gar nicht so schwer, sich darauf zu verständigen,
aber ich will da niemandem zu nahe treten, der da aus persönlicher Betroffenheit anders drüber denkt. Meines Erachtens kann man es aber objektiv bewerten. Lothar Kreisig nun hat in einem Unrechtsstaat einen Dienst getan, dessen einzelne Handlung überhaupt nichts mit der Verwirklichung des Unrechtsstaats zu tun hatte. Als Amtsrichter, als Vormundschaftsrichter hat er das getan, was richterliche Aufgabe ist, in diesem Fall aus dem Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Ich will Ihnen das nicht im Detail erläutern, sondern ich will damit nur deutlich machen, das Besondere an der richterlichen Tätigkeit Lothar Kreisigs ist nicht die Normalität dieses Amtes, sondern sein Mut, dann, wenn er erkennt, dass Staat verbrecherisch handelt, auch seinem Gewissen zu folgen und dieses Handeln anzuzeigen. Also den Mut zu haben, gegen staatliche Maßnahmen, in diesem Fall war es bekanntermaßen das Euthanasieprogramm, eine Strafanzeige gegen den Verantwortlichen dieses Programms, nämlich den Reichsleiter Philipp Buhler, zu erstatten. Den Hinweis darauf, wer dafür verantwortlich sei, hat er übrigens von Roland Freisler erhalten, damals Staatssekretär im Reichsjustizministerium. Die Besonderheit, und das ist das, was mich bis heute an Lothar Kreisig fasziniert und was für meine Auseinandersetzung mit Justiz im Totalitarismus wichtig ist, ist die Folgenlosigkeit seines Handelns. Generationen von Juristen haben nach 1945, wie viele andere, die mitgemacht haben, behauptet, dass die Verweigerung mit unweigerlichen Repressalien verbunden gewesen wäre, weshalb man sich in einem Befehlsnotstand befunden habe. Und deshalb das System trug. Lothar Kreisig liefert den Beweis, den lebendigen Beweis, dass es folgenlos blieb, wenn man sich widersetzte, also am Programm nicht mitwirkte, und es blieb sogar folgenlos, wenn man seinen moralischen eigenen Standards entsprach und Anzeige wegen Mordes erstattet hat. Es wundert nicht, dass aus dieser Anzeige nichts wurde. Interessant ist, die Akten zu verfolgen darüber, was mit Kreisig geschah, der dazu wiederholt zu höheren Mächten gerufen wurde und sich erklären sollte und einfach bei seiner Position blieb. Und in der Literatur wird darüber philosophiert, warum war er denn so standhaft? War es seine profunde Ausbildung? War es sein profunder Glaube und seine Verwurzelung in der bekennenden Kirche? War es sein Gewissen? War es vielleicht auch seine Unabhängigkeit, die ihm erlaubte, zu sagen, selbst wenn mir hier beruflich das Fortkommen nicht mehr möglich ist, so habe ich doch noch, und Sie sehen das auf den Bildern, so habe ich doch noch ein weiteres Standbein, nämlich meine Landwirtschaft. Für die heutige Zeit bietet Lothar Kreisig den, wie ich finde, für unsere Zunft der Juristen, aber für viele andere Berufsgruppen auch, den Beweis, man muss sich mit den Schergen nicht gutstellen und, ich sage es etwas pathetisch mit Schiller, man kann Männerstolz vor Königsthronen wagen. Es wäre ein großer Erfolg, wenn diese Botschaft durch die Lothar-Kreisig-Ausstellung, die nächsten Wochen hier stattfindet, auch bei unseren Studierenden ankäme und wenn die Tafeln, die hier ausgestellt sind, dank der Hilfe der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, wenn diese Tafeln zum Nachdenken anregen würden. Ich heiße Sie herzlich willkommen und darf das Wort nun an Professor Martin Kreisig übergeben. Vielen Dank. Herzlichen Dank an alle Verantwortlichen der Ausstellung, besonders an das Lothar Kreisig Ökumenezentrum in Magdeburg. Frau Manser hat das heute hier aufgebaut mit Hilfe von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hans-Joachim Döring als deren Leiter hat es verantwortet. Dr. Döring wird am Dienstag, den 21. November, in der Vortragsreihe Generationenhochschule um 17 Uhr mehr noch zum Leben und Wirken Lothar Kreisigs berichten. Besonderen Dank gilt meinem Vorredner, Armin Willingmann, sowie Andreas Schneider und seinem Team Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
für Ihren immerwährenden Einsatz. Sehr geehrte Damen und Herren, warum zieht die Wanderausstellung in die Hochschule Harz, diese Wanderausstellung? Warum wird das Leben des Juristen, Landwirts, Amtsrichters, Laientheologen, Präses und Gründer der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste hier ausgestellt? Bereits in der Aufzählung seiner unterschiedlichen Berufe und Funktionen sowie als Vordenker und Handlungsreisender ungezählter Initiativen mag Lothar Kreisig als Vorbild dienen für diejenigen, die sich nicht in Schablonen und Schubladen stecken lassen. Man kann auch mit fast 60 Jahren noch einmal etwas ganz Neues beginnen. Neugier, Leidenschaft und Mut haben diesen Mann angetrieben. Der promovierte Jurist, wir haben es gehört, verfasste kaum verständliche Texte. An uns Kinder sandte er zum Geburtstag kryptische Briefe und war trotz vielseitiger Begabung in Theorie und Text immer ein Mann der Tat. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ließ ihn unermüdlich als ersten Diener seiner Ideen im Einsatz sein, motiviert von der sicheren Gewissheit, dass Veränderungen möglich sind bei Menschen und in Systemen. Aber man kann es einfach tun. Das war sein Credo. Pioniergeist und hohe Disziplin hatte er im Unternehmen seines Vaters und als freiwillig gemeldeter Unteroffizier im Ersten Weltkrieg sammeln können. Unverletzt heimgekehrt, ließ er sich markante Narben im Gesicht in den Mensuren der studentischen Verbindung schlagen. Alle Schul- und Universitätszeugnisse des begeistert musizierenden Violinespielers trugen ein Summa cum laude, das wir Enkel nur müde abwinken mussten, wenn der strenge Großvater einmal mehr als leuchtendes Beispiel und Übervater herangezogen wurde, was häufig geschah. Am Ende der 20er Jahre wurde aus dem Liebhaber schneller Autos und rechtskonservativen Juristen ein gläubiger Christ, der seine Berufung im Dienste seiner Mitmenschen suchte. Nach dem 30. Januar 1933 widersetzte er sich dem Unrechtssystem, war unfolgsam und schritt couragiert ein, wenn es galt, jüdischen Mitarbeitern und politisch Verfolgten Beistand zu leisten. In einer Diktatur Widerstand zu leisten, dazu bedarf es besonders viel Mut, aber auch guter Freunde und Weggenossen. Diese fand er in der bekennenden Kirche, dem Teil der evangelischen Kirche, der sich nicht dem totalitären Regime andiente, sondern im Sinne christlicher Ethik ein Leben in Selbstverantwortung, Gerechtigkeit und Freiheit predigte. Als Vormundschaftsrichter in Brandenburg an der Havel, verantwortlich für geistig und körperlich behinderte Menschen, seine Schutzbefohlenen, schritt er als einziger Richter im Deutschen Reich mutig ein und half, das Tötungsprogramm zu beenden. Es hätte mehr Mutige gebraucht, denn mehr als 275.000 kranke, behinderte, fürsorgebedürftige Menschen wurden bis 1945 zumeist ohne Befehl, aus niedrigsten Beweggründen und bis heute weitgehend ungesühnt ermordet. Dass er und seine Familie für seine auf der Basis geltenden Rechts geführte Auflehnung keine Repressalien erfuhr, außer dass er in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurde, ist ein Wunder und ein Zeichen dafür, wir haben es gerade schon gehört, wie ängstlich eine sogenannte Herrenrasse reagiert, wenn ihr Widerstand entgegengesetzt wird. Während des Krieges auf dem biologisch dynamisch bewirtschafteten Bruderhof an der Havel beschäftigten meine Großeltern Kriegsgefangene in Unzahl, damit sie dort überleben konnten. Zwei jüdische Frauen wurden ab Frühjahr 1943 versteckt und sind bis heute mit uns familiär verbunden. Noch in der Zeit der sowjetischen Besatzungszone schaute sich Lothar Kreisig einen Tag lang bei Gericht um, mit dem Gedanken spielend in den Richterberuf zurückzukehren. Doch ihm war sofort klar, hier wird ein neues Unrechtssystem etabliert, in dessen Diensten er nicht arbeiten kann. Das MFS sieht in dem charismatischen Kritiker der deutschen Teilung und der Wiederbewaffnung eine gefährliche Person mit besonders schlechtem Einfluss auf das ohnehin gespannte Verhältnis zwischen Kirche und Staat in der DDR.
Als Präses der Synode der Kirchenprovinz Sachsen von 1947 bis 1970, eine Art weltlicher Bischof, suchte er in unterschiedlichen Positionen und Leitungsgremien, häufig mit besonders unkonventionellen Mitteln und gemeinsam mit Wegbegleitern wie Helmut Gollwitzer, Kurt Scharf und Gustav Heinemann, die Kirche aus ihrer Selbstaufgabe während der Nazi-Herrschaft herauszuführen, auf einen unmissverständlichen Weg der Neubesinnung und Neubestimmung. Dabei lag ihm die Ökumene besonders am Herzen, die Überwindung der Grenzen zwischen den Kirchen und Religionen, indem er deren gemeinsame Verantwortung in den Mittelpunkt stellte. Das Bewusstsein für Frieden in Zeiten des Kalten Krieges und Versöhnung zwischen Deutschland und seinen europäischen Nachbarn, die unter der deutschen Herrschaft schwer zu leiden hatten, besonders deren jüdische Mitbürger, führte ihn 1958 zur Gründung der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Sein Aufruf damals schloss mit den Worten: Aber man kann es einfach tun. Seit mehr als 50 Jahren reisen junge Männer, junge Frauen und Männer nach England und Polen, nach Frankreich, in die Niederlande, nach Russland, in die USA und nach Israel. Dort helfen sie den Menschen konkret, unterstützen sie in kleinen wie großen Projekten und zeigen mit ihrem Tun, dass ein versöhnliches Miteinander möglich ist. Der Weg zur Versöhnung führt immer über die Erinnerungsarbeit, die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Auch aus diesem Grund präsentieren wir diese Ausstellung in der Hochschule Harz. Lothar Kreisigs Vermächtnis lebt heute auf vielen Ebenen weiter in Kirche, Staat und Gesellschaft. Seit 1998, anlässlich seines 100. Geburtstages, werden mit dem Lothar-Kreisig-Friedenspreis in Magdeburg verliehen, Personen, Gruppen oder Organisationen geehrt, die sich für Frieden und die Versöhnung zwischen Völkern und Religionen verdient gemacht haben, besonders im Blick auf jüdische Menschen und auf unsere ost- und südosteuropäischen Nachbarn. Die Ausstellung zeigt einen lebendigen, tatkräftigen, im Alter auch zweifelnden Menschen, der in politisch dunkelsten Zeiten Mut bewiesen hat. Mut und Zivilcourage scheinen heutzutage in einer freien und offenen Gesellschaft keine notwendigen Tugenden zu sein. Das gesellschaftliche System zeigt sich langfristig geregelt, die Gewalten geteilt und an die ausführenden Organe delegiert, das Grundgesetz, die Charta der Menschenrechte sind akzeptiert, auch wenn kaum einer von uns die paar Seiten Text gelesen hat. Gerade weil die deutsche und die europäischen Gesellschaften auf dem Prinzip der Freiheit und Gerechtigkeit gegründet sind, macht es Sinn, diese Ausstellung in einer Hochschule zu zeigen. Denn eine Gesellschaft ist kein statisches Gebilde, sondern ein fortwährender Prozess, der tagtäglich neu begründet werden will und nur positiv in die Zukunft wirkt, wenn wir Bürger uns für das Gemeinwesen engagieren, im Kleinen wie im Großen. Politisch aufmerksam zu sein, genau hinzuschauen, immer wieder nachzufragen und mutig einzugreifen, sind zeitlose Tugenden. Ohne unser Engagement für die Zivilgesellschaft werden Intoleranz und Gewalt zunehmen. Ich zitiere: Von uns allen hängt ab, wie gut wir die Demokratie verteidigen. Wer nur abseits steht und sich heraushält, wird zum beherrschten Objekt. Wer mit der Selbstermächtigung hingegen seine Angst vertreibt, gewinnt Handlungsmöglichkeiten und er gewinnt eine Zukunft. So Bundespräsident Gauck in seiner Rede aus Anlass des 25. Jahrestages der ersten Montagsdemonstration in Leipzig am 9. Oktober 1989. Lothar Kreisigs Biografie, seine Vision und sein Einsatz für die Schwachen, die Hungernden und Schutzbefohlenen mögen Inspiration und Beispiel bieten, auch dem Hochschullehrer wie dem Studierenden Mut machen, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Uns alle, sehr verehrte Damen und Herren, unabhängig von unserer politischen Orientierung, ob Juden, Christen, Moslems oder Atheisten, Bürger aller Ethnien, mag diese Ausstellung motivieren, sich couragiert, selbstlos und verantwortungsvoll für Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen, nach dem Motto Lothar Kreisigs. Aber man kann es einfach tun. Danke sehr.
Beyond Our Control.